Als ob der runtergefallen ist. Ist er, er ist hier rechts runtergefallen. Hier müssen wir jetzt runter und gucken, dass der da irgendwo liegt, sonst können wir ihn nicht einsammeln. Ja gut, das wäre aber bei jedem anderen auch passiert, wenn er den genommen hätte. Nein. Nee. Wir hätten das alle gleichzeitig nehmen müssen. Ja, aber ich dachte... Ich wollte doch einfach nur... Ey, er ist weggegangen! Ich bin tot. Er ist einfach despawned. Ich kann nicht aufstehen. Jetzt. Einfach Sprungbuch weg. Er ist ja hier irgendwo runtergerutscht. Das ist bloß die Frage, wie weit er gerutscht ist. Oder ist er jetzt oben wieder gespawnt? Weiß es nicht. Also ich lieg immer noch tot hier unten. Achso. Ich hol dich. Oder Pfeiler gehst du, oder? Ich kann auch angehen. Okay, Pfeiler geht. Ah, hier ist ein Gleiter. Ah, cool. Komisch, von wem könnte der wohl sein? Weiß nicht. Habe ich den jetzt eigentlich im Inventar? Ui! Ich habe auch wieder fallen lassen. Ja. Ich glaube nicht, David. Wie, den müssen wir mitnehmen? Das ist ja komplett bescheuert. Wie soll denn das jetzt bitte schon Sinn machen? Aber was ich nicht verstehe, jetzt müssen wir uns alle einen Gleiter teilen, wo du ihn ja gegriffen hast. Da lag ja dann noch ein zweiter, der hier runtergefallen ist. Aber... Hier, Jusen, hier ist er. Hab'n. Ich sehe keinen. Echt nicht? Nee. Genau vor mir? Ich sehe keinen. Also, ich hab' meine Hand. Guck mal, Jusen. Ja. Okay. Jusen hier. Oh, ich bin wieder sonst tot. Muss Jusen sonst musst du vielleicht hier nochmal raufgehen, Jusen, hier auf die Spitze. Vielleicht ist er jetzt ja bei dir nachgespawnt. Okay, er schmeißt ihn wieder aus der Hand. Aber man hat ihn nicht dabei, ne? Man muss sich den nehmen und muss damit theoretisch irgendwo hinfliegen. Ah, das wäre doch voll scheiße, wenn man den nicht einpacken kann. Siehst du den Gleiter hier? Siehst du den hier? Warte, ich komm. Alter, man kann ja schön schnell runterrutschen. Ja. Oh Gott, den sehe ich. Wenn wir mal. Du hast jetzt auch einen, oder was? Ja, ja. Du hast jetzt mal gleich. Okay. Er soll nicht Pfeiler sein. Okay, wir wissen auf jeden Fall, wo der Gleiter ist. Warum das jetzt buggy ist, keine Ahnung. Oh, ich bin im Boden gebuggt, hä? Ob man hier nicht hochlaufen kann mit dem Ding. Ich kann da nochmal oben gucken gehen, aber... Jetzt habe ich meinen... Aber was bringt das? Also was bringt denn einer Gleiter, wenn man das Ding in die Hand nehmen muss, damit erst den Berg hochlaufen muss, um dann runter zu gleiten? Mit dem Ding in der Hand. Der war ja eigentlich oben auf dem Berg. Naja, aber es ist ja denn nur... Ja, aber ist generell blöd, weil du den ja nicht mitnehmen kannst. Wenn du irgendwo hinfliegst, dann hast du den Gleiter einmal, du kannst ihn ja nicht die ganze Zeit in der Hand behalten. Das ist ja das Dämliche. Genau. Also klar, cool, dass man fliegen kann, aber wenn wir jetzt hier uns irgendwo einen Turm bauen oder so, damit wir... Können wir von hier aus eigentlich... Die Basis fliegen, oder? Doch, wir könnten von hier aus versuchen. An die Basis. Also ihr könnt von hier aus fliegen, ja. Ich, wenn denn nicht. Und wir müssten denn auch. Mann Leute, wie seid ihr jetzt hochgekommen? Jetzt hier gekommen ja, sind wir von. Auf der linken Seite. Da unten. Das heißt, wir müssen ja, hier oben in die Ecke. Also wir müssten eigentlich. Wollen wir einen Peilsender hier hinsetzen? Ja, können wir machen. Müsste eigentlich da hinten runterfliegen. In die Ecke. Und da müsste der Kanu sein. Dann würde ich sagen, fliegt ihr einfach vor und ich komme hinterher. Okay. Weil er springt runter. Alter, jetzt, ich verliere die ganze Zeit diese Scheiße. Es regt mich richtig auf, Alter. Man muss springen dabei, sonst glitscht schon den Boden und ist er weg. Ja, wenn ich springe, dann fliege ich, gleite ich eh wieder weg und dann lässt das los. Ist doch auch dumm. Weißt du, muss man vielleicht gedrückt halten oder so? Und jetzt hier rechts hoch oder links hoch? Wir sind links am Berg hoch. Okay. Und die Scheiße fliegt wieder 3 Jahre. Kriegst du den David?
Was kriege ich hin? Wolltest du hier nicht einen Peilsender hinstellen? Nee, ich hab doch gefragt, ob du einen Peilsender hinstellen möchtest. Ich hab den Stock. Okay, ich muss mal gucken, ob ich noch einen dabei habe. Wo liegen die denn? Waren das nicht rechts neben dem oben GPS? Nee, oben links bei den Shotguns oder so. Ah, da. Über der Shotgun. Hat's geschafft. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Kann ich das nicht noch ändern? Wenn du es in der Hand hast, kannst du es ändern, ja. Kann ich es denn nehmen? Wenn ich es rangemacht habe? Nö, ne? Dann kannst du es danach wieder, glaube ich, abnehmen. Oder du machst den Stock kaputt und plötzlich, glaube ich, auch raus. Aber ohne Witz, ist das Ding jetzt hier bombenfest, oder was? Hä? Also, er kriegt den Stock nicht raus. Du musst einfach C gedrückt halten, oder? Wenn du es anguckst. Danke, Jusen. Habe ich voll verpeilt. Aber ich weiß es auch nur, weil es vorhin beim Ladebildschirm stand. Was soll ich nehmen für ein Hängegleiter? Ein Helikopter, oder? Ja, auch mal Helikopter. Okay. So. Erledigt. Schraub, schraub, schraub. Schraub, schraub, hup, 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 hup. So, Jusen, Attacke oder was? Okay, wo lang? Hier runter. Und wir müssen einfach nur geradeaus laufen, ja? Nichts irgendwie drücken. Mal vorne vielleicht. Okay, dann los. Oh nein, ich hab's verloren. Okay. Nee, nach vorne ist nach unten ist nach oben, Jusen. Und links und rechts geht. Maustaste. Pfeiltaste. Okay, ich bin runtergefallen. Hey, so, du musst, glaube ich, weit nach vorne springen. Du bist irgendwie mit deinem Gleiter hin. Wait. David, ich glaube, hier ist noch ein Gleiter. Wenn ich mich nicht irre, müssen wir nach vorne auf diese Insel, Leute. Ich muss gucken. Nach unten zieht den Kopf nach oben. Oh, jetzt sind hier zwei Gleiter. Hä, jetzt haben die sich verdoppelt einfach. Magic. Müssen wir bloß hinterher fliegen. Ja, wird schwierig. Mann. Wird schwierig von hier, weil ich verliere die ganze Zeit. Wie verliere? Du musst immer nach oben gucken, Jusen. Ja. Also nach unten drücken zum nach oben gucken, ne? Du musst. Nee, wir sind wieder unten am Berg. Ah, okay. Jetzt kann ich den Gleiter nicht nehmen. Jusen, du musst so gucken, dass dein Gleiter halt nicht am Arsch irgendwie irgendwo aufsetzt, weil das war auch gerade dein Problem beim Losfliegen. Dass dein Gleiter, der ist an der Felswand hängen geblieben. Liebe Passagiere, wir haben unsere Reiseflugführer. Die dürfen sich jetzt an. Ja. Ich denke, da unten, wo der große Strand ist, könnte es sein. Aber ist das nicht mehr oder weniger auch unser Zuhause? Da wohnen wir doch. Nee, der Amt. Da, wo keine Bäume mehr sind. Jo. Ja, das kann noch ein bisschen weiter da links sein. Muss mal gucken. Wir müssen einfach nur mit den Pfeiltasten ein bisschen lenken. So, alles klar. Das ist nicht so einfach. Aber hier unten am Strand waren wir ja schon. Das ist völlig, Alter. Ah, okay, unten bei der Kugel siehst du, wie deine Position ist. Unten in der Mitte. Denk mal, du fliegst optimal, wenn der Punkt in dem Platz ist. Jo. Eigentlich die Karte in die Hand nehmen oder fliegt man herunter? Ne, nimmt er nicht. So, eigentlich müsste ich erstmal irgendwo landen. Durch das wir hier unten schon überall waren, würde ich sagen, dass er wirklich da hinten am Zipfel ist. Ich flieg einfach mal dahin. Ah, wahrscheinlich können wir auch noch mal den Leiter zur Außen hinlegen. Denkst du? Also. Ja, ich glaube, der despawnt beim nächsten Mal. Ah, okay. Dann können wir. Kann ich ja hier in der Ecke irgendwo landen. Bin mir nicht sicher, also ich würde jetzt erstmal nach Hause.
Nochmal. Ja, weißt du, wer zu Hause ist? Der Opa, ja, da unten. Ich bin aber schon dran vorbeigeflogen. Kannst du auch, um schneller zu fliegen und Sinkflug zu machen, weiter nach unten, oder? Ja, ja. Wow. Oh, man kann ganz schön lange in der Luft bleiben. Ich hätte gedacht, ich wäre jetzt schon abgestürzt fünfmal. Aber auch fast das Gefühl, als wäre ich in der Luft schwebe. Ich fall gar nicht mehr. Das mit den Landen, ist auch sehr lustig. Sturzflug! Ich bin kein Kreis. Alter. Du kannst gerade nach oben ziehen, dann fällst du runter. Erstmal den Gleiter in die Base. Flup, hier liegt er. Toll. Toller Gleiter. Können wir den ins Lager packen? Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Jetzt, lass ich das Ding denn fallen? Wo ist denn mein Gleitrad hingeflogen? G drücken. G. Ah, alles klar. Dann lass ich ihn hier liegen. Okay. Liegen noch zwei Jusen. Ja, okay. Aber. Dann lassen wir dich hier, oder? Bin gleich wieder da. Also mal gucken, wir sind von der gegenüberliegenden Kante drüben gekommen. Genau, von da sind wir gekommen. Hier ist unser Haus. Bin wieder da. Hier ist unser... Ah, alles klar. Ja. Okay. Also ich bin schon richtig geflogen. Ich hätte wirklich da, wo ich fast gelandet wäre, wäre gewesen. Dann gehen wir wieder ins Game. So, warte kurz. Attacke, Leute, oder was? Kurz was essen, wieso haben wir hier voll? Ist echt nicht weit. Ist der ja, kleine, trotzdem, kleine Zipfel da hinten. Ich will trotzdem kurz was essen. Ich will was tun. Okay. Haben wir jetzt ja eigentlich Fische im Wasser mit den Reusen? Ja, es funktioniert. Es sind Fische drin. Haha. Sehr schön. Habe ich letztes Mal, wo wir gezockt haben, gar nicht geguckt. Es soll ja seit dem Update letzte Woche Donnerstag gehen. Ich habe geguckt, aber es war Winter. Ja. Winter, das erklärt einiges, ne? Oh. Schön wieder Wasser dabei. Ah, da ganz viele Fische. Alter, sind das viele Fische. Lass uns mal einen Lachs braten, würde ich sagen, oder was? Achso, ich habe auch noch voll viel Gammelfleisch bei. Boah, Alter, die schwimmen hier im Wasser. Eine Fischgruppe. Eine Fischgruppe? Ja. Ja, stimmt. Kannst du einfach aus dem Wasser nehmen. Kopf abgebissen. Einfach so essen. Sushi für Arme. Okay. Hört sich nicht so an, als wenn es ihm so gut tut. Das hört sich nicht gut an, ja. Okay, ich würde die auch ungern mit Schuppen essen. Und auch mit Gräten und so. Yum, yum. So, ein bisschen Gammelfleisch. Alter, alle voll mit Fisch und Fleisch. Bin ich wieder da. Juju. So, den Zipfel, den ihr jetzt oben auf meiner Minimap da seht. Diese kleine Einbuchtung. Ganz oben am Rand, bevor das blaue Wasser kommt. Da liegt er. Ach, da am Strand sollte Kano sein mit dem Fernglas. Ey, da habe ich wieder so verpeilt, wie ich bin, die Karte verdreht. Aber das ist so halt einfach, weil ich mir auf der großen Karte nie gemerkt habe, wenn man sie, naja, online sieht, ne, wo wir unsere Basis, obwohl man das ja eindeutig sehen kann, ne, der große Fluss, der Strand, der sich da ergibt und so. Naja. Ein bisschen umsonst gelaufen. Hast du deine Wasserflasche wieder voll gemacht, Dicker? Jo, hab ich gerade gemacht. Hm.
kannst ja dann beim VOD kannst ja eine lustige Musik drunter legen. Ja. Dann einen Zeitraffer laufen lassen. Habe ich auch überlegt. So Mario-Musik oder so. Ja, zum Beispiel. Moin, moin. Bin gleich wieder da, Leute. Auch wieder da. Der eine kommt, der andere geht. Ja, unser Essen ist, glaube ich, verbrannt. Fusen raus und David rein. Jo, da hast du recht, David. Ich hätte vielleicht nicht weggehen sollen. Vergiss immer, dass das ja nicht lange braucht. Haben wir noch wieder Fischis in der Reuse oder dauert das lange? Ist kein Fischi drin, wa? Ja, wir haben gerade alle rausgenommen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich will aber nicht wieder Dosenfutter essen. Ich will was Frisches essen. Nein, du isst dein Katzenfutter wie wir alle. Eigentlich, wenn ein Fisch drin ist, würde da stehen, dass ich E drücken kann bei dem Fischsymbol, ne? Ja. Okay. Der Hase. Bleib stehen, der Hase. Hasenjagd mit Katana. Er hat mich, glaube ich, verarscht. Mit der Schrot drauf schieße, ist nicht mehr viel Hase übrig. Das hier ist ein Bunny Hunter oder was? Ich wollte mir noch was zu essen grillen. Na, das ist doch vergammeltes. Was du draus bringst. Cool, ich nehme einfach die Fische, die hier alle am Ende am Boden liegen, ne? Ja, dafür sind sie da. Das sind hier hinten in der Ecke. Naja, die werden bis noch da hinten getrieben, wenn du. Wenn du die da oben rausnimmst. Oh, coole Nummer. Den mit dem Grün kannst du, glaube ich, essen. Ja, ja. Aber ich muss ihn vielleicht erst braten. Na, mit dem Grünen weiß ja nicht. Mit dem Roten musst du braten. Ja, genau. Nee, du kannst es essen, aber es bringt dir nicht wirklich viel. Aha. Ja. Lecker, lecker Fisch. Oh, Seile. Ja, yeah. Hast ein paar abgehen. Jetzt geht hier der Seilhandel wieder los. Will er einfach nicht? Doch, jetzt. So, schön Fischi. Man könnte noch Seilrutschenseile machen. Seilrutschenseile? Ja, so Seil. Nehme ich vielleicht ein bisschen weniger Platz. So, nee, Vorschlag. Aber da. Aber nee, dafür müssen wir Dings drucken. Diese Haken, ja. Die Haken. Ja, ein bisschen schneller hier? Ah. Aber die Haken. Lecker, lecker Fischi. Aber der isst ihn genauso wie, als wenn er einen roh verputzen würde. So, wollen wir denn noch los oder wie oder was oder wo? Fernglas und so. David packt sich erstmal die Taschen voll. Bei mir säg schon wieder die Hälfte nicht. Munition säg nicht. Das Essen hier drin säg nicht. Ach man. Du hast doch alles oder brauchst du noch was? Oh, nicht unbedingt vielleicht. Nicht unbedingt vielleicht, okay. Ja. Gut, ich laufe jetzt los. Letzte Kampf! Hallöchen! Meister, magst du mitkommen? Schöne Schuhe hat sie an. Also, er hat doch wirklich nur zwei Schuhe an. Für den dritten Fuß hat sie keinen an. Sie gibt ein Däumchen. Sehr schön. Na komm mit. Na komm mit. Wir haben große Pläne.
Vielleicht kannst du auch ein Fernglas kriegen. Wenn sie eins möchte? Sind wir ehrlich, deine Pläne sind nicht ganz so groß. Doch, Fernglas. Es wird schon wieder windig. Ein Sturm zieht rein. Sturm! Oh, die Probe war natürlich jetzt nicht besser zu ziehen. Wir sind ja gleich da. Sagte er. Gleich da beim Fernglas am Kamin. Das waren seine letzten Worte. Ich hab gehört, Jusen hat Angst vor dem Dunkeln. Mit dir ja. Ich hab gehört, die Dunkelheit hat Angst vor Jusen. Chuck Norris Style. Genau. Und ich möchte das der Dunkelheit nicht antun. Deswegen. Deswegen schläft Jusen auch mit offenen Augen. Immer. Und immer Licht volle Möhre an. Ich hab immer so ein Sicherheitslicht abends an, ja. So ein Nachtlicht. Nachtlicht, so hell wie die Sonne. Und 1000 Monde. Ja, Sicherheitslicht klingt irgendwie gefährlicher. Nachtlicht klingt so peinlich. Ich habe ein Assassinen-Sicherheitslicht an. Cool, was macht das? Na, es schimmert ein bisschen. Ah, ich seh's schon. Da vorne, Leute. Immer eine Signalfackel an. Okay, ich mach euch nochmal die Karte. Oder? Nee, hä? Die Köpfe. Okay, oh, dann müssen wir wohl noch ein Stück weiterlaufen. Danke. Wow, ein Spiel. Geil. Das. Hätten wir auch Munition nicht machen können. Ach, ich hab hier so einen Stein. Schon wieder. Nur mal noch dicker als im Spiel. Eigentlich müsstet hier sein. Okay, wir sind ja noch nicht mal ganz rumgelaufen. Also, was beschwert mich? Vielleicht ist es ja hier um der Ecke. Lustig wäre, wenn man das Kanu benutzen könnte. Wie bitte, David? Lustig wäre dann, wenn man das Kanu benutzen könnte. Jo, da hast du recht. Ein bisschen die Flüsse runter rauschen mit dem Kanu, das ist so lustig. Obwohl, da kannst du ja den Schlitten. Du willst auch das Ding kaputt machen, wäre irgendwie dumm. Jetzt wird es langsam echt dunkel. Ja, aber wenn ich mich nicht irre, müsstet hier sein. Eigentlich kann ich gut Karten lesen, von daher. Ja, hat man vorhin gesehen, weil ja. Spiegelverkehrte Karte nehmen. Du bist ein Profi, Dicker. Ja, wenn man nicht. Da ist es. Wenn man nicht weiß, wo man steht, ist es scheiße auf der Karte. Da ist es, Leute. Da haben wir es. Genau, wenn dunkel wird. Hier liegt das Fernglas, genau auf der Spitze. Nehmen wir alles mit, was hier noch drin ist. Die Klamotte ist hier auch noch drin. Und wir gucken nochmal auf die Karte, sodass ihr das seht. Tarnanzug, krass. So, cool. Also wenn man ganz weit raus und so. Und dann wirklich hier in dieser Bucht, oder? Weil wir sind da mit dem Heli abgestürzt, da ist auch unsere Basis. Und einfach nach links runter. Hallöchen. Gut. Natürlich im Dunkeln wird man mit dem Fernglas jetzt nicht viel sehen. Denke ich mal. Betäubungsgewehrmunition. Okay. Gibt's schon ein neues Gewehr? Oder hat man die Muni schon mal? Betäubungsgewehr ist der Taser. Ja, plus Taser. Ah ja, okay. Sieht man ja auch, wenn man mal richtig hier Bild sich angucken würde. Wo hat er die denn jetzt hingepackt? Die das Fernglas. Ah, hier. Neben dem GPS. Okay, man wird jetzt, wie gesagt, nicht viel sehen. Okay. Da ist der David. Hast ein Date mit der Blonden oder was? Hab dich im Auge, mein Freund. Aber so krass ist das Fernglas, ist das gar nicht. Nö, ich hätte ja gedacht, dass man mit dem Rad vielleicht noch rein und rauszoomen kann. Ah, ja, schon geguckt.
Ich habe jetzt hier so einen schönen Grafikbug vor der Brust. Ist auch fein. Ja, das Fernglas ist ein bisschen low. Das ist ja Grounded mit den zwei Händen besser. Da könnten wir wenigstens Sachen markieren. Hier oben ist noch ein Kanu. Och, jetzt ist das hier echt verbuggt oder habe ich den Taucheranzug über dem Dings jetzt irgendwie an oder so? Ablegen? Nee. Es ist echt verbuggt, ne? Hier oben ist auch noch Stuff. Aber was haben wir denn als Klamotte gerade gefunden? Die Winterjacke? Ah. Nee, die hatten wir schon, ne? Tarnanzug, Leute. Ja. Wo ist der? Gute Frage, den habe ich auch nicht gefunden. Vielleicht hast du ihn gleich angezogen. Das kann auch sein, ja. Deswegen sehe ich euch nicht. Wo seid ihr? Sieht bei mir aus, als wäre ich die Rüstung noch anhab. Taktisch. Ah, ich habe ihn doch gerade eingesammelt. Bin ich blöde? Ach, der Tarnanzug ist, glaube ich, für die Olle. Ja, hier ist der Panzer. Ah, okay. Ja, den müssen wir ja trotzdem im Inventar haben. Hat man die Winterjacke angezogen? Der Bug ist weg. Gut. Alter, ist der Schatz so dunkel. Ja, ist für sie. Schön, schön. Einfach ein Loch in die macht, damit der Bein durchpasst. Sie sagt, du sollst mitkommen, David. Okay, dann gehen wir mal mit. Ja, also, du den Ton, ich die Kamera oder was, Jusen? Ich würde dir ab und zu gerne mal mitkuscheln, wenn es okay ist. Dann müsst ihr euch abwechseln. Oh, cool. Hier hat uns ein Lager gezeigt. Essen. Hier ist eine Kiste mit Pfeilen, wenn er noch welche braucht. Geld. Essen, okay. Essen, Seile. Seile! Hatten wir lang nicht mehr. Tinte. Im Checo ist ja ein schön blau, Alter. Er hat sich gut in Rin getankt, würde ich sagen. Vielleicht Rahmennudeln gegessen. Wollen wir hier gleich pennen, damit es wieder hell ist, oder? Würde ich vorstellen, ja. Gute Nacht. Gutes Nächtle. So, mit O. Jetzt sieht er ja nicht mehr so blau aus, jetzt sieht er eher grünlich aus. Obwohl. Sie hat sich hier einfach hingepflanzt. Alter, gib mir deinen Namen, gib mir noch einen Namen hier. Den Petersen hier. War Johnboy? Ja. Namen. Irgendein Name, der zu ihm passt, ja. Der zu ihm passt. Der schöne Charles oder so. Der schöne Charles. Ich hätte ihn jetzt einfach Kellerham genannt, aber okay. Na dann Kellerham, weil er so Kellerbräune hat, sagst du? Ja, Mann. Und so riecht wie vergammeltes Fleisch. Kellerham. Hm. Der war schlecht, ich weiß. Alter, der war nicht so gut, da hast du recht, ja. Der sieht aber ein bisschen aus wie ein Knoxville, Alter, so wie misshandelt wie der ist. Aber Knoxville ist ja eigentlich uneinnehmbar, aber der wurde schon öfter eingenommen, wie es aussieht. Das ist was anderes, ich meine Johnny Knoxville von Jackass. Achso, okay. So, also Fernglas haben wir auch. Ja, jetzt ist die Frage, was wir jetzt machen, wa, Leute? Die zwei Sachen haben wir ja auf jeden Fall. Das war, du meinst das Fort Knox. Ja. Steine Schlacht. Stimmt. Kannst dich selber mit Steinen bewerfen. Macht aber nicht so viel Spaß. Das machst du nur, weil ich weiß bin. Toll, dürfte ich Jusen nicht abwerfen oder was? Das hast du gesagt. Leute, ganz ehrlich, ich sehe meine Hautfarbe nicht von daher. Nur weil Jusen immer gegen den Wind pinkelt. Deine Hautfarbe ist deine Pulloverfarbe, Jusen. Ich bin verarmt, Dicker. Du kannst gar keine Farben sehen, du siehst schwarz-weiß, ja? Ja, genau. Naja, aber dann siehst du auch den Unterschied. Eigentlich sehe ich nur grau-grau, wenn man ganz ehrlich ist. Ah, okay. Na, dann wird's schwer. Dann siehst du also nur grau. Ja, grau und ein bisschen anders grau. Ah, okay. Also ja, grau. Er kann die Sachen nur in Form unterscheiden. Genau. Ab und zu sehe ich mal so Umrandungen. Dann denke ich mir, oh, Gestalt, okay.
Aber sonst halt grau-grau. Er hat doch keine Tiefenschärfe. Also für ihn ist alles 2D. Ja, deswegen bin ich schärfer geworden, damit ich mit meinen Händen mich immer nach vorne tasten kann. So. Yeah. Das sieht ja nichts. Oh, hier war auch. Wo ist das? Oh, hier ist ein Anzug. Ein Kord-Anzug oder sowas. Eine Jacket-Kollektion steht hier. Auch sehr schön. Wo haben wir die gefunden jetzt? Warte mal, ich mache euch mal die Karte auf, Leute. Ach, genau hier in dem Triangle. Okay, ist ja nicht mal ein Triangle, aber ihr wisst schon, was ich meine. Genau in der Mitte. Triangle. Können uns ja mal den braunen Anzug anziehen. Gucken, was der so kann. Da ist er. Einfach nur ein Jackett. Alter, Geld. Alter, Geld! Ja, mit den Scheinchen. Und Katzenfutter. Katzenfutter ist wichtig. Mann, ich möchte bitte mit meinem Geld beerdigt werden. Natürlich, Sir. Seile! Und Seile! Ja, ich hab recht. Braucht einer Seile? Ja. Bin schon voll mit Seilen. Wo wollen wir lang? So. Liebe Reisegruppe. Jetzt vorne aus. So. Wir lassen den Eimer anscheinen. Es wär auch schön, wenn man sehen könnte, was man auf der Karte schon gemacht hat und was nicht. Ja, ich würde mal sagen, da wo die Häuser sind, da waren wir schon. Wir waren hier überall schon, würde ich sagen. Folgen einfach dem Weg. Ich wüsste nicht, was wir vergessen haben, außer wenn wir vielleicht jetzt so wie gerade eben diesen Anzug gefunden haben, dass uns so eine Sachen vielleicht noch fehlen. Ich wüsste nicht, was im Game noch fehlen würde. Also natürlich, man könnte noch sich viel dazu ausdenken. Das soll jetzt nicht für die Entwickler heißen, dass sie sich keine Platte mehr machen sollen, aber... Nee, wir können die Basis ja auch noch viel, viel größer bauen und ausbauen. Jo, das können wir auch machen. Ich bin dafür, dass ihr mal versucht, einen lebenden Orca zu finden. Mal weit schwimmen. Mit Boot wäre schon chilliger, ja. So ein bisschen Walfang und so. Aber wäre einfach cool gewesen, wenn so wenigstens ein oder zwei neue Höhlen ins Update gemacht haben. Ich meine, okay, es sind jetzt nur noch 9 Tage, dann kommt das nächste Update. Aber hier sind cool, ganz viele Leute Gegner begraben. Aber es sind auch viele neue Gegner, das ist schon ganz cool. Naja, wir haben bis jetzt 2 neue Gegner gesehen, ja. Hab's ja nicht auf Kurzwahl, ich Idiot. Das wäre echt witzig, wenn du dann wirklich, wenn du so einen Orca, also so einen lebenden Orca getötet hast, dann kannst du ihm die Haut abziehen und dann kannst du als Orca rumrennen. Total lustig. Ja. Würde ich feiern. Ist das hier die falsche Leute, Seite vom Kreuz? Leute, ich Gegner. Aua! Oh, sorry, dein Fuß war im Weg. Jetzt. Ich meine, die Mutantenrüstung ist auch nicht anders. Da decken wir uns ja auch einfach nur mit den Gedärmen ein. Das stimmt auch. Ich meine, man kann. Eigentlich konnte man sich ja noch. Man kann sich ja noch eine Knochenrüstung machen. Die aus diesem Carbonat, diesen Platten, haben wir uns ja auch noch keine Rüstung gemacht. Eine Rüstung aus Blättern geht ja noch, die hat sich ja Jusen schon mal so ein bisschen gemacht gehabt. Ja. Ich glaube aber, das war's. Und halt die goldene Rüstung, ne? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Gucken, was uns erwartet. Schwing, schwing. Hey, Oma. Ich schreie schon wieder hoch.
Usen ist noch da hinten. Aber dann, falls ihr es noch nicht wusstet, Leute, wir haben natürlich jetzt seit kurzem einen YouTube-Kanal, der Schachschaulin und ich. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Das heißt, S&G präsentieren. Ist natürlich auch verlinkt auf Insta, Facebook und Twitch. Die Folgen, so ihr seht, was wir streamen, kommt immer nach und nach. Ja. Auf jeden Fall Tutti Frutti. Und die, die dann später mal auf YouTube sehen, Bock habt und das geil findet, könnt ihr ruhig ein Like da lassen oder natürlich auch ein Dislike und gerne auch mal einen Kommentar. Egal, ob es gut oder schlecht ist, man kann sich ja nur verbessern. Ne, das wäre echt, echt, echt toll von euch. Gibt's ein Däumchen und so. Hallo, ich stehe so. Hi. Dustin, kaum kommt da rein, fängt er an zu husten. Normal, kennst du doch. Stani. Dolle, dolle. So, ihr seid auf Wanderung? Wir sind am Wandern, ja. Drei Eier am Wandern, ja. Ja, dann machen wir fünf draus. Kennt ihr das Häuschen da drin? Nee, sagt mir gar nichts. Ja, oh, Sons of the Forest. Update in der Warteschlange, wenn ich das hier sehe. Updates sind doch was Gutes. Ja. Oh, die haben sogar Patch-Notizen. Ich komm nicht ran, der ist mal Hotfix. Fix im Case. Okay, jetzt, komm mal. Komm, jetzt mal safe. Ja, das ist ein Hotfix. Ey, das hasse ich auch immer. Du hast bei Steam hier ein Update von 900 MB so ein paar Sekunden. Aber danach muss er erstmal noch komplett 11,4 GB überschreiben. Ich mich mal frage, wie. Macht er nicht. Hallo, Jusen. Servus. Na, weißt du, David, wollen wir bei unserem Hauptlager weiterbauen oder wollen wir hier weiterbauen? Das ist mir eigentlich egal, also. Ich glaube, bei unserem Hauptlager ist die Holzbeschaffung leichter als hier auf jeden Fall. Oh, naja, aber wir können ja überall rund um die Insel rum immer eine Seilbahn basteln und dann alle hierher schicken, also. Das ist jetzt auch nicht schwer. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass wenn wir den Gleiter kriegen, dass wir bei uns einen Turm bauen, dass wir da von da aus mal fliegen können. Bin ich dafür. Aber dadurch, dass wir den Gleiter nicht mitnehmen können, ist das eigentlich schwachsinnig. Ja, wir müssen halt so eine Art breiten Weg nach oben so bauen, turmmäßig hoch. Außen so Wendetreppenmäßig sein. Ja, aber wir können den Gleiter nicht mitnehmen. Das heißt, du müsstest eh erstmal da hochrennen, den Gleiter dir holen und dann, weißt du? Ja gut, aber wenn wir den Turm haben, kommen wir wenigstens zu dieser Position, wo die gerespawnt werden. Da könnte man dann auch von aus überall hinfliegen. Hätte ich eher gesagt, machen wir den Turm dahin, wo der Gleiter ist, dass wir noch weiter von weiter oben starten können. Aber dass wenn du gleich den Gleiter hast, da gleich hochlaufen kannst. Kann man auch machen. Dadurch, dass man die Sachen mit der Seilbahn ja auch bergauf schicken kann. Ja. Könnte man auch machen. Und dann müssten wir eigentlich oben vom Gleiterpunkt aus nach unten eine Seilbahn bauen, sodass wir, wenn wir unten an der Basis sind, nach oben kommen und von da aus dann mit dem Gleiter in jede Ecke fliegen können, anstatt eine halbe Stunde zu laufen. Ja, aber ich glaube, Holz geht nicht Seil hoch. Nee, nee. Doch, doch. Doch, doch. Nur ich bei dir. Ja. Aber der Gleiter ist gar nicht so weit entfernt von der Basis. Idioten beim Camping. Ruf da. Also ich würde trotzdem... Da ist der Basis und da hinten... Ich würde trotzdem bei der Basis, ganz ehrlich gesagt, einen Turm bauen. Aber der bringt ja nichts, ohne. Ja, warum kann ich denn die Seilrutsche halt nicht verwenden? Eigentlich nicht. Du musst zweimal hintereinander drücken, David. Eh, schnell. Ah, hä? Vorher war das noch gedrückt halten. Stand hier oben eigentlich immer schon ein Helikopter? Ja, ja, da wollte ich ja jetzt gerade hin. Okay. Hier gab's Muni, glaube ich. Das kann nicht passieren. Gut, hier sind noch Klamotten, oder? Ich schalte hier gerade so viele, wie sagt man, trophäenfreie Errungenschaften.
Lederanzug. Hm. So, das Game liegt gar nicht am Anfang. Was ist das? Auch für eure Begleiter der Lederanzug. Schön den Lack und Granaten. Leder. Granaten, Palros. Du liebst doch Granaten. Ich hab schon meine Taschen voll. Das wäre auch lustig, wenn man mit diesen tausenden Leiterplatten, die man kriegt, dass man irgendwie, wenn man das Game geschafft hat, vielleicht die Heli wieder in Sprung. Ist es das richtig, dass hier in unserer Base ein komischer Gleiter liegt? Ja, ja, da müssen drei eigentlich rundherum sein. Okay, komm hier aus. Aber der bringt man am Boden halt leider nichts. Du musst also, davon weiter auf. Also, was nun, Leute? Ich würde bei der Base einen Turm bauen, damit wir erstmal von dort aus mit dem Gleiter dort drüber fliegen können, zu dem anderen. Und was ihr denn planen wollt, ist mir relativ. Zu dem anderen? Also nach Hause. Ja, da wo die Gleiter respawnen. Ja, aber dann wäre es doch einfacher, von da oben aus nach unten zu bauen, anstatt bei uns einen Turm zu bauen. Wie weit willst du nach oben bauen, bis wir die Höhe vom Berg haben? Wir müssen doch nicht 1:1 sein, wir können auch mit dem Gleiter hochfliegen. Nee, so wirklich Höhe gewinnen kann man mit dem, glaube ich, nicht, Digi. Das ist eher zum auf der Höhe bleiben oder nach unten zu kommen. Also ich konnte nicht nach oben fliegen. Aber wolltest du überhaupt nach oben fliegen? Ich glaube, das haben wir nee, nicht. Nee, aber wir müssen... Ich habe es probiert, wenn du zu weit... irgendwann fliegst du nach hinten weg. Also du kannst nicht unendlich nach oben fliegen. Aber ich sag mal so, so 20% weiter nach oben, das geht doch schon klar, oder nicht? Nee, das ist richtige Physik. Also du kannst nicht... Weißt du? Dadurch, dass man hier keine Winde sieht und keine extra Winde berechnet werden in dem Spiel, können wir nicht höher fliegen. Sonst hätte man das ja irgendwie machen können mit weißen Linien in der Luft und dann siehst du, ah, wenn da Aufwinde sind, dann könntest du hoch und wenn Abwinde sind, nach unten. Also wollt ihr bei dem Respawn der Dinger da jetzt was bauen oder was? Ich hätte eher gesagt da, ja, weil das macht für mich mehr Sinn, weil wie gesagt, wir müssen ja nichts Großes bauen, Jusen. Wir müssen bloß eine kleine Plattform bauen und von da aus eine Zipline bis nach unten zu uns, sodass wir halt immer nach oben oder nach unten kommen. Also meistens eher nach oben. Jungs, ich laufe jetzt einfach mal in eure Richtung, wa? Ja. Oh mein Gott, ich werde angegriffen und ich sterbe. Ist das nötig? Ich bin 3 Meter raus. Na, oder wollen wir erstmal ein bisschen das hin unterstützen beim Ach, Quatsch. Waffen und so erstmal ein bisschen was organisieren? Oh fuck, Alter, da bin ich. Ich bin Survival-Profi, weißt du doch. Tot. Nee, noch nicht. Was ist das für eine Beere, oh? Warum, Digga, Tim? Ich hab so da Punkt. Ja, Alter. Hä, aber er hat beim Gleiter gar nicht den Helikopter als Dings reingesetzt, sehe ich da hinten gerade, ne? Ist ja wieder eine Batterie. Ja, stimmt. Obwohl ich es geändert habe. Ja. Ja, aber da müssen wir hin. Also ich dackel da jetzt einfach erstmal hin. Na dann los. Haben wir in der Base eigentlich was zu essen? Ja, unten links, glaube ich, im Regal. Nur wenn es dir angezeigt wird, mir wird es immer nicht angezeigt. Na, oder geh mal zum Fluss, da sind doch die Fische wahrscheinlich, oder? Ja, in den Reusen sind doch Fische drin, ja. Gut, dann geh ich Fische jagen. Da musst du nicht jagen, die sind schon gejagt. Du musst nur einsammeln, glaube ich. Aber sonst die, kannst die du werden, so... In, nein, die werden hier nach Kassetten gespült, oder? Ja, da kannst du auch hingehen. Kann man sich eigentlich die Fischreusen sparen? Nee, das sind die, die mir vorhin aus der Reuse rausgefallen sind. Achso. Ich hab grad, die landen da immer alle. Nee, nur wenn du da warst vorhin. Die werden aber bis nach unten getrieben durch den Fluss. Das ist schon ein ganz schönes Stück, Alter. Ja, deswegen, das ist halt auch das Blöde. Wenn... Warum kann man das Ding nicht mitnehmen? Also eine gute Hoffnung wäre ja eigentlich... Ja, man kann es ja so mitnehmen, aber du meinst richtig in die Tasche stecken. Oder auf den Rücken packen, damit man die Hände frei hat. Ich vermute, dass wir eher das Problem haben, wenn ich das Spiel neu... Also wenn wir das Spiel neu starten sollten, dass der Gleiter nicht mehr da liegt. Richtig, das denke ich auch, ja. Weil die Baumstämme und alles mögliche, was da so rumliegt, ist ja dann auch nicht mehr da. Ja. Deswegen... Das stimmt wohl. Und dass man ihn halt nicht einstecken kann. Also das, weiß ich nicht, von den nicht irgendwie zusammenfalten kann oder so. Seit wann hatten hier unsere dreibeinige Freundin eine dicke Schrotz und eine Pistole in den Essen? Dicke Game, ja.
Bild. Und ein Tarnanzug hat sie an, Digga. Ja, ja, aber die hat einen, so ein leuchtendes Symbol auf der rechten Brust. Ja, na, damit du sie im Dunkeln siehst. Und dich aus Versehen abknallst. Wie so ein Hund. Hat doch Olle Kelvin auch auf der Brust so ein leuchtendes Ding. Die gibt dir auch ab und zu mal Sachen. Oder zeigt dir sogar Camps in der Nähe. Ja, und ab und zu gibst du dir halt auch Essen, wie gesagt. Das ist ganz cool. Ja, das ist. Also, das hat sie eigentlich nicht verdient. Sie ist so korrekt, der Dicker. Behandle sie mit Respekt und dann gibst du dir auch Respekt. Hab ich gerade einen Stich gegeben. Dann wirst du dir auch früher später einen Stich geben. Schrotstich. Oh, ich renne jetzt zu euch. Wie weit genau seid ihr eigentlich weg? Kann ich eine Karte öffnen? Ja. Du kannst Mausrad reindrücken. Oh mein Gott, ich renne wieder zurück. Sitze ich gar nicht, ehrlich, ich bleib in der Base. Du kannst Holz sammeln, wenn du möchtest. Du kannst erstmal eine Axt und sowas alles craften. Alter, also ich höre hier einfach nur Geschrei um mich rum, sind 20 Mann hier gefühlt. Eine Axt craften, eigentlich. Wie willst du dir deine Axt craften? Ja. Gibst du mir, ich bin nicht. Musst du finden. Echt? Oh. Nicht mal eine Steinaxt? Tatsache, die hat mir was hingelegt. Ich dachte, man kann wenigstens eine Steinaxt herstellen. Mit wem telefoniert denn dein Bruder eigentlich die ganze Zeit? Man hört alles. Ey, Tim, Schnauze halten. Oha, die Alte hat ihn erschossen. Ich bleib bei der Alten. Ich komm nicht aus dem Wasser. Die ist besser ausgerüstet als du und die verbraucht sogar keine Munition. Ja. Ne, mein Bruder sitzt neben mir und spielt Rocket League bei uns. Ach so. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man zusammen wohnt, ne? Naja, wenn der eine in einem Raum wäre und der andere in einem anderen Raum und nicht nebeneinander sitzen würde. Wir sind Boote mit Seile. Noch mehr Seile. Junge, wieso kann ich den Typen denn nicht köpfen? Wenn es ein dicker Typ ist, dann soll er nicht geköpft werden. Jetzt habe ich ihn geköpft, aber ich musste erstmal mit 20 Schlägen gefühlt seine Knochenrüstung abhauen. War er gepanzert, sagst du? Naja. Deswegen war ich gut, dass die mit einer Schrotze geschossen haben und der war One-Shot auf einmal. Boah, die schießt schon wieder. Jusen, hängst du schon wieder mit deinen Mädels ab? In den Büschen? Da läuft die eh hinterher. Die ist eigentlich erst hier hinterher gelaufen. Naja, so wie immer, ne? Ich krieg keinen Rest zu picken, ich weiß. Habt ihr halt irgendwas mit Unterhalt gerufen? Ja, dann ist das für Jusen. Ich mach nur mit Kondom und außerdem bin ich nicht fruchtbar. Also, hä, was für Unterhalt? Was für fruchtbar? Jusen hat eine fruchtbar? Kondom. Jawohl, komm noch. Kopf eine Schrotze hinter mir, du Wichser. Hast du denn so für Früchte? In deiner Fruchtbar. Ich weiß ja nicht. Ich muss erstmal vorbeikommen und Eintritt zahlen. Ah ja. Gibt's da nur Smoothies oder kriegt man da. Wie gesagt, du musst da vorbeikommen, Eintritt zahlen, dann bist du jetzt. Musst du halt fragen, geschüttelt oder gerührt? Eintritt kann ich dir gerne geben, Jusen, deine Fruchtbar. Ein fruchtbaren Eintritt? Oh oh. Oh oh? Oh oh. Ich hab einen Lederbeutel bekommen. Oh oh. Ich bleib ganz, ich bleib absolut bei der Frau. Ah, alles gut. David sagt dauernd oh oh. Oh oh? Ich sag wo in dem Po. Jetzt sind wir wieder die Winterjacken, die hier auf dem Berg hocken. Was ist denn eigentlich die Anzeige? Links von der Durstanzeige, dieser Muskel. Ich denke mal, dass das irgendwie Kraft deine ist, Kampfkraft, oder? Deine Kampfkraft, ja. Und die nimmt nachher das halt ab, wenn du zu viel Hunger hast oder zu viel Durst hast. Oder zu wenig schläfst. Dann nimmt sie ab. Ja, also mir fehlt auf jeden Fall ganz, ganz doll Schlaf. Ich bin eigentlich satt und hab... Na, oder setz dich einfach auf die Stühle, da siehst du zwei Knochenstühle, setz dich da einfach mal drauf, das geht dann auch ein bisschen wieder vor. Okay, dann chill ich da jetzt einfach. Ja, dauert 5 Minuten. Ja, ganz entspannt. Ich hab Zeit, jetzt beginnt Fußball in einer Minute. Aber gespawnst du die Dinger hier nicht, wa, wie ich sehe?
Hängt hier wieder eins. Jetzt kann ich es nicht mehr draufstecken. Oder hängt jetzt eins dran? Ich sehe es nicht. Ja, bei mir hängt eins dran. Muss vom richtigen Winkel gucken. Gerade eben ging es doch auch. Weil wir können ja mal den Stock weiter weg machen. Vielleicht ist der zu nah ab. Oh, was hier? Steckt man einen neuen im Boden. Da ist einer. Ist wohl ein Bug, Digi. Ich hab's wohl draufgesetzt, denke ich, oder? Ich nehm's mal aus der Hand. Bei mir ist es nicht drauf. Nö. Aber der andere ist immer noch da. Ja, es ist abgefallen. Ich hab's gesehen, aber es ist weg. Ja, es ist durch. Bin gleich wieder da. Gefallen. Okay, im Klartext müssen wir direkt hier runter. Bauen. Ja, es hängt bei mir im Stock drin. Ne? Okay. Ja. Jetzt haben wir wieder 10.000 Zeichen. Geil, dann wissen wir, dass es hier ist. Das wär's, wenn wir rausfinden, dass der Gleiter wirklich bei uns liegen bleibt und hier einfach jedes Mal nachspawnen. Ja. Nicht mehr nachspawnen. Ja gut, aber das Sitzen legt ganz schön schnell auf. Ich bin schon fast voll. Gucken wir mal kurz vorher nochmal den Wiki-Eintrag von da durch. Ich schmeiß es erstmal alles hier hin. Dann können wir gleich Plattform bauen und dann ziehen wir uns da Seilbeinchen hin. Aber das Seil geht da nicht so lange. Wir müssen ja wirklich immer. Immer Stück für Stück von Baum zu Baum am besten, ja. Ja. Anders geht's leider nicht. Aber ich denke mal, wenn man die recht gut schnell hintereinander abgrabben kann, kommt man trotzdem recht zügig hier rauf. Okay, kann man sparen. Der, Hängegleiter spawnt sich nach. Okay, also bleibt da, wo er liegt, okay. Aber das Ding müsste doch theoretisch hierher kommen und den nochmal aufnehmen können. Da haben wir aber vier im Lager rumzuliegen. Ja, stimmt. Also können wir eigentlich mit dem erstmal wieder hierher flattern. Aber die Plattform müssen wir trotzdem bauen, oder ist das egal? Das wir können auch bei unserer Hauptbase theoretisch das bauen. Ja. Naja, aber es ist ja egal, wo wir mit dem Gleiter hinfliegen. Wir müssen ihn halt immer erst auf den Berg schleppen, um dann irgendwo hinfliegen zu können. Und das ist ja totaler Quatsch. Nee, totaler Quatsch ist, dass wir den jedes Mal wieder mit zurücknehmen müssen. Ja, das meine ich ja. Wenn man und den wenigstens auseinanderbauen könnte, was kurz dauert, und man könnte den Einzelteil mitnehmen, dann an eine andere Stelle gehen, die Einzelteile wieder zusammenstecken und dann fliegen. Das wäre die Lösung. Ja, aber kurze andere Frage. Ich kann ja blocken. Ja. Und wenn ich die rechte Maustaste nur kurz antippe, ist das wie so ein Kontern? Ja. Und hat eine ganz wilde Animation mit der Axt. Ja. Nur wenn du zweimal Rechtsklick machst, macht er noch den dritten Move. Also es gibt den leichten Move einmal klicken, den schweren Move gedrückt halten.